Das gibt das Auto, einmal mehr. So geht das. Übermacht Reinhardt. Keine Ahnung, ob das ein gutes Fahrzeug ist. Vermutlich ja nicht. So wie es aussieht, sieht es nicht nach einem Fahrzeug aus, das ich haben will, aber. Ah doch, da ist es. Tempo gar nicht schlecht, Beschleunigung gar nicht schlecht, Traktion einfach miserabel. Und sieht aus wie ein Haufen Scheißdreck, Alter. Wie so ein Daddy Car. Also so ein Auto, das man hat, wenn man eine große Familie hat, damit der Kinderwagen auch noch reinpasst. Ja, genau. Eben Traktion nicht so besonders. Ja gut, jetzt im RP könnte ich mir vorstellen, dass ich so ein Fahrzeug fahre, wenn es nicht allzu teuer ist. Jetzt aber hier, das ist weder besonders hübsch, noch besonders schnell, noch besonders, ja. Aber schauen wir uns mal die Möglichkeiten an fürs Tuning. Okay, dieses Sliden ist natürlich cool irgendwie. Dieses Sliden ist cool. Aber das ist dann auch gerade das Einzige. Also. Aber schauen wir mal, was wir da modifizieren können. Cool, nicht E, okay, cool. Ja, klar, Panzerung könnte man machen. Jetzt ich lasse das noch. Bremsen könnte man geringfügig modifizieren. Stoßstangen. Ja, gut. Ja gut, mittelmäßig. Juno-Sitze im Käfig. Ja, okay, Motor ist klar, Verbesserungen, Auspuff. Auf der Seite. Grill. Ja, man kann ein bisschen was machen, aber
Puppen ist klar, Lichter, ja klar. Designs. Übermacht Racing. Also gar nichts. Und Mittelstreifen für 17.000, das sind ja Preise. Deutschland vorne drauf. Ja, ich sage jetzt nichts. Auch wieder Deutschland vorne. Kowalski, das kostet nichts. Und Dach. Oh, das hat natürlich dann wirklich die endgültigen Daddy-Vibes hier. Noch mit einer Skibüchse obendrauf. Das ist ja. Mit Surfbrett. Seitenverkleidungen noch schauen. Ja, man kann ein bisschen was machen, aber jetzt nicht da. Nichts Gewaltiges. Das ist schon nicht schlecht hier. So rein aus Spaß. Sonnenblenden. Federung, Getriebe, ja. Turbo auch. Turbo. Alles klar, Reifen, Fenster. Und das war's ja. Insgesamt nur 23 Möglichkeiten. Sehr irritierend, da sehr ein deutsches Fahrzeug. Nummer 88 und sehr viel mit Deutschlandflagge. Reinhard als Name. Also ich habe mich jetzt nicht schockverliebt. Aber gut.